Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Pressekonferenz hier bei der Piratenpartei Deutschland in Lampertheim. Wir sind auf dem Bundesparteitag, einem Programmparteitag. Neben mir habe ich den zweiten Bundesvorsitzenden der Piratenpartei, Carsten Sawosch. Heute und jetzt eine Zwischenbilanz zu dem, was bereits beschlossen worden ist. Ich kann das mal kurz in die Kamera halten. Das sind drei wichtige Anträge. Einmal ein sogenannter Root-Antrag, ein Leitantrag des Bundesvorstandes. Da geht es um die Digitalisierung. Ein zweiter Antrag, der sehr umfangreich ist, 27 gedruckte Seiten. Alles ist natürlich online. Da geht es um die neue Struktur des Grundsatzprogramms der Piratenpartei Deutschland. Und als drittes haben wir eine ins Detail gehende Verabschiedung. Da geht es zum Beispiel um das Arzt- und Patientenverhältnis, Internet als Menschenrecht im Strafvollzug und Internet für Flüchtlinge. Carsten, wie siehst du im Moment die Piratenpartei mit alleine diesen drei Anträgen aufgestellt? Also zum Ersten war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir wieder einen Programmparteitag durchgeführt haben, im Allgemeinen überhaupt. Und wir haben uns in letzter Zeit ja nun oftmals mit Neuwahlen beschäftigen müssen und waren jetzt mal in der Lage, tatsächlich an unserem Programm zu arbeiten. Und das ist dringend notwendig gewesen. Die von dir angeführten Anträge stellen für mich persönlich einen großen Fortschritt dar, weil es uns damit zum einen gelungen ist, im Bereich dieses Root-Antrages einen Fokus zu legen auf unser Programm und ganz klar zu machen, für was wir denn tatsächlich auch für die Wahlen einstehen werden. Nämlich, dass wir auch ganz klar da sein werden im Bereich des Digitalen, da wo andere Parteien nichts zu suchen haben. Und das ist eine ganz klare Aufgabe der Piratenpartei. Ich sehe, dass auch mit der neuen Struktur eine gewisse Konsistenz in das Grundsatzprogramm gekommen ist. Ist das einfach so befasst worden? Ist das ohne Widerstand durchgegangen? Nein, also es ist schon mit erheblichen Diskussionen verbunden gewesen, weil wir da ja auch über eine modulare Abstimmung sprechen. Das heißt, die einzelnen Themen mussten durchdiskutiert werden. Es gab Pro und Contra, wie sich das gehört. Und im Endeffekt wurde dann jedes Modul einzeln abgestimmt und entsprechend angenommen oder abgelehnt. Wie sieht das denn aus mit Arzt und Patient, Menschenrecht im Strafvollzug und bei den Flüchtlingen? Ja, vorhin wurde zum Beispiel bei dieser Diskussion um diesen Antrag ja auch gesagt, wenn jemand in den Strafvollzug einfahren muss, warum auch immer, und für mehrere Jahre dann halt nicht mehr an dem öffentlichen Leben teilnehmen kann. Wenn der, ich glaube, es war die Sprache von 6 Jahren, nach 6 Jahren entlassen wird, das können aber auch schon 4 Jahre sein, will mich da gar nicht an der Zeit festhalten, dass der natürlich, wenn er dort keinen Internetzugang hat, auch überhaupt keine Zugangsmöglichkeiten mehr hat, um überhaupt Informationen zu erfahren. Das heißt, er kommt raus und befindet sich nach der Steinzeit, steht er dem Digitalen gegenüber und weiß überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Wir dürfen diese Menschen dort nicht vergessen, wir müssen sie halt mitnehmen, und ich denke, von daher ist das eine wichtige Forderung, die wir da aufstellen und auch sagen, gebt denen doch entsprechend den Zugang. Warum gab es denn eigentlich einen Bedarf, einen Leitantrag des Bundesvorstands einzubringen? Wir haben uns gesagt, wir möchten gerne einen Fokus legen auf das, was wir in den Wahlkampf erbringen werden und mit dem wir entsprechend in den Wahlkampf ziehen werden, und haben uns Gedanken darüber gemacht, für was denn die Partei nach außen auch wahrgenommen werden soll. Und das ist halt die Geschichte dieses Leitantrages, dass wir die Partei des digitalen Wandels sind. An dieser Stelle möchte ich gerne die Diskussion etwas öffnen. Gibt es Fragen dazu? Ich hätte zum Beispiel eine. In dem Antrag wird ein Datenschutzministerium im Prinzip erwähnt. Was hat es damit auf sich? Ja, was hat es damit auf sich? Es ist im Prinzip so, dass wir ja immer mit den digitalen Medien unterwegs sind und mit digitalen Medien arbeiten. Doch das Problem ist doch dabei, was passiert denn da? Wer beachtet denn meine Würde, möchte ich nicht sagen, aber wer beachtet denn meine Daten, die ich doch schon irgendwo als Würde bezeichnen kann, wenn ich dann im Digitalen unterwegs bin? Und da fehlt es einfach. Okay, es ist nicht vorhanden, und inwieweit sich dann auch Regierungsbehörden und dergleichen über bestimmte Beschlüsse einfach hinwegsetzen. Da braucht es schon irgendwo ein Kontrollgremium, und das fehlt definitiv im Moment.
Weitere Fragen? Um das vielleicht zu präzisieren, wären Sie dann für die Einführung, dass jeder einzelne Häftling einen Computer mit Internetanschluss in seiner Zelle haben darf oder mehr für einen Gruppenraum mit einem allgemeinen Computer mit Internetanschluss für alle? Ich denke, es reicht aus, wenn die Möglichkeit gegeben ist, eine Teilhabe, also teilzuhaben an der digitalen Welt, dass ich zu bestimmten Zeiten einen Zugang habe, ähnlich wie das ja auch beim Telefon ist, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo dann halt mit Familie oder mit Anwälten telefoniert werden darf, und so bezieht sich das auch auf das Digitale dann, also der Internetzugang. Da muss nicht jeder Häftling in seiner Zelle einen Zugang haben, das denke ich, ist nicht das Notwendige, aber die Möglichkeit der Teilhabe, die muss gegeben werden. Sollte man da differenzieren zwischen den Straftaten, die jemand begangen hat, oder sollte das generell gelten? Generell. Ich denke nicht, dass man das differenzieren sollte anhand der Straftaten. Derjenige, der eine Körperverletzung begangen hat, darf, derjenige, der gemordet hat, darf nicht. Für mich sind das halt Menschen, die eine berechtigte Strafe erhalten haben und deswegen diese auch absitzen, aber wir dürfen sie nicht ausschließen. Also quasi so als unverhandelbares Grundrecht des Menschen, also als Teil der Informationsfreiheit. Richtig. Wir sprechen denen ja auch das Wahlrecht nicht ab. Also muss ich ihnen ja auch irgendwo die Möglichkeit geben, dass sie sich entsprechend informieren, was dann außerhalb der Mauern passiert. Obwohl es das auch schon in besonders schweren Fällen gegeben hat, die Ehrenbürgerrechte verwirkt wurden. Die Ehrenbürgerrechte. Da gehört ja das Wahlrecht dazu. Was wurde denn noch beschlossen? Ja, Olaf hat es angeführt, wir haben eine neue Struktur in das Grundsatzprogramm gebracht. Ne? Das war etwas umfangreicher. Wir sprechen hier von, jetzt muss ich zählen. Na, knapp 10 Punkte. 10 Punkte, genau, 10 Module, die wir abgestimmt haben. Und somit das Grundsatzprogramm in eine neue Struktur gepackt haben. Ja? Wir könnten das nochmal aufzählen. Wir haben die Präambel dann. Wir haben Bildung und Forschung, Umwelt- und Verbraucherschutz. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Sozialpolitik, Außen- und Sicherheitspolitik, Wirtschaft und Asyl. Wieso war da eine neue Struktur nötig? Wir sind ein wenig zerfasert, möchte ich sagen, sodass wir uns hier mal wieder, wenn wir es einfach mal, aufgeräumt haben. Eine Struktur reinbringen ist immer eine schöne Geschichte, weil es übersichtlicher wird, und genau das haben wir getan. Steht jetzt auch das bedingungslose Grundeinkommen drin? Das bedingungslose Grundeinkommen ist ja ein Thema, was wir nie irgendwo verlassen haben. Es gehört mit in diese Partei. Die Frage ist immer nur, wann können wir es mit einbringen und wie setzen wir es um? So. Und wir haben uns immer dafür stark gemacht, dass wir es definitiv prüfen lassen möchten, inwieweit eine Umsetzung dann überhaupt möglich ist. Und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Steht jetzt auch was zu der Flüchtlingsproblematik drin? Unter Punkt 11, wir haben Asyl hier mit aufgenommen, und ich denke auch da, das ist ähnlich wie mit dem BGE, steht die Piratenpartei ganz klar da. Also ich nenne es mal, wir machen Politik mit dem Kopf, das ist das eine, was das Digitale betrifft, und wir machen auch Politik mit dem Herzen, und das ist herzlich willkommen, wenn die Flüchtlinge zu uns kommen. Weitere Fragen? Es ist eine Zwischenkonferenz, Zwischenpressekonferenz. Insofern haben wir noch einige Anträge, die anstehen und abgestimmt werden, unter anderem eben auch zum BGE noch. Wir werden morgen eine weitere Pressekonferenz haben. Da werden wir sicherlich einige weitere Anträge befassen können, auch inhaltlicher Natur, in welche Richtung die Piratenpartei das ausformen. Und dazu sind Sie natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Danke. Oh, vielen Dank. Genau. Danke. Punkt. 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 Punkt.